Dieses Video wird Ihnen präsentiert von Glasmeier. Alles Gute für Sie. Tamim Yusufzai. Sami, ich habe bei Facebook gesehen, dass du ein Video geliked hast, ein Pokémon-Video. Ja. So, scheinst ja großer Fan zu sein. Wir gucken gleich mal so, wie gut du dich auskennst. Ich habe ein kleines Quiz vorbereitet mit ein, zwei Fragen. Fangen wir mal an. Die Hauptfigur Ash, ne, kennst du Ash? Ja. Wie heißt sie mit Nachnamen? Ketchum? Ja, das ist schon mal richtig. Ja, Ketchum ist schon mal richtig. Sehr gut. Dann kommt die nächste Frage. Das Pokémon Bisasam. Ja. Kennst du das noch? Ja. Wie heißen die Entwicklungsstufen von Bisasam? Hey. Das war doch dieses Pflanzen. Ja, genau. Was war da? Bisasam. Ja. Ich kann dir die zweite sagen. Bisaknosp ist die zweite und dann das dritte. Was war das auch? Irgendwas mit Bisa. Ja, Bisaflor. Bisaflor, genau. Genau, das da weißt du noch, du bist so weiter als ich. Ja, natürlich, ich hab's nachgeguckt vorher. Natürlich. Dann haben wir noch eine sehr gute Frage. Ist auch schwierig. Pikachu, ne? Kennt natürlich jeder. Die höchste Entwicklungsform, Stufe von Pikachu. War Raichu? Ja, genau. Sehr gut. Und? Die wichtigste aller Fragen, am Anfang die ersten Versionen, rot oder blau? Welches hättest du? Ich hatte rot. Rot. Aber ich hätte gerne blau. Ja? Hast du viel gezockt, früher Pokémon? Ja, früher schon. Ja. Ich hatte, glaube ich, ein paar Editionen. Ich hatte auch die gelbe, da wo Pikachu hinter die Hände gelaufen ist. Du kommst, sag ich mal, relativ entspannt zu uns. Du warst gerade im Urlaub. Ja. Ich habe die Bilder auch bei Facebook gesehen, mega geile Bilder. Erzähl mal, wo du warst und was ihr gemacht habt. Wir waren erstmal 12 Tage in Cancun, Mexiko. Eigentlich braucht man eine Erholung von diesem Urlaub nochmal. Ja. Danach waren wir noch in Miami einen Tag und in New York auch einen Tag. Ja. Was ging in Cancun? War wahrscheinlich ruhig, ne? War locker. Spring Break, aber haben das auch nicht so übertrieben. Mit wem warst du unterwegs? Ich war mit Spivak. Spivak, ja. Luck. Und zwei Freunden noch, aber die sind nicht im Fußball. Ah, okay. Man sagt ja immer, die sind völlig verrückt, die Leute beim Spring Break. Ist das so? Sind die Amerikaner? Drehen die da durch? Ist das einfach... Das ist Ekstase pur. Das ist krank, was sie da machen. Das ist wirklich. Erzähl mal irgendeine Geschichte, die vielleicht so ein bisschen jugendfrei ist, ist. Ja, ist schwierig, die du erzählen darfst und kannst. Ja, das ist schwer. Das ist richtig schwer. Wir haben so viele Stories, aber ich weiß nicht. Ich kann dir mal was anderes erzählen. Wir sind mit Basti unterwegs gewesen. Also Basti und ich sind mit dem Auto gefahren, wollten die Jungs, die wir aus London kennengelernt haben, aus dem Hotel abholen. Wir fahren, keine Ahnung, das ist eine Strecke von 10 Minuten hin und zurück. Und ein Polizist mit einem Leibchen, den erkennst du nicht wieder. In Hamburg sieht man das ja, dass es ein Polizist ist. Dort hast du es nicht erkannt. Und der ist uns mit Blaulicht die ganze Zeit hinterher, mit Stoppschild, und wir sind einfach nicht angehalten. Irgendwann hat er uns überholt und hat uns recht reingewunken. Und wir hatten gar keine Ahnung, worum es geht, weil wir kennen ja auch das Limit und so weiter nicht dort. Und der hat uns voll die Vorwürfe gemacht, was wir da gemacht haben. Und plötzlich kommt er damit irgendwie 155 Euro Dollar müssen wir im Bill bezahlen. Und wir meinen, wir können das nicht zahlen. Und sagt er, wie sollen wir da verbleiben? Haben wir gesagt, keine Ahnung, haben wir 200 Pesos rausgeholt, das sind umgerechnet 10, 11 Euro und dann ist er weitergefahren. Ich habe auch ein Foto gesehen, wo du, ich glaube, das war dann auf dem Times Square, wo ihr zusammenstandet mit Donald Duck, Daisy Duck oder wer war das? Die Peruaner haben uns abgezogen, die sind einfach zu uns gekommen, haben sich eingeklammert, wollten Fotos machen und dann wollten die Tipps haben. War aber lustig. War auch nett auf dem Times Square wahrscheinlich. Ja, das hätte ich nicht gedacht, da war gerade auch Patrick's Day. Und da war eine riesen Massenschlägerei, da war ein riesen Kreis und da haben sich 2, 3 Leute hart geschlagen, mitten auf der Times Square, das war unglaublich. Und alle haben zugejubelt? Ja, richtig krank. Und wir haben das Essen nur von weit mitgekriegt, dann aber auch vorbei. Ja. Wenn Spielwerk dazwischen gegangen wäre, wäre Ende gewesen. Wie siehst du deine Rolle in dem Verein, in der Mannschaft, wo siehst du dich? Bist du ein Führungsspieler? Ich sehe mich schon als Führungsspieler, ich spiele auf der 6, fast alle Spiele mitgemacht, außer die, wo ich jetzt gesperrt bin. So. Es macht mir Spaß, unheimlich mit Sunti immer auf der 6. Er ist auch, macht seine Arbeit nach hinten. Ich überlasse ihm auch viel Freiräume, er macht das aber auch mit mir so. Also ist alles cool. Man hat die perfekte Hierarchie auf dem Platz. Du meinst, du wolltest nicht so gerne darüber reden, aber natürlich müssen wir darüber reden. Du sagst, du bist gesperrt. Ja. 5 Spiele hast du, glaube ich, bekommen insgesamt. Was war da los? In Bergedorf, da habe ich die letzten 10 Minuten, da wurde ich eingewechselt, habe ich 10 Minuten gespielt und nach einem ganz normalen Zweikampf ist er auf mich zugelaufen, hat mich geschubst, ist dann wieder auf mich zugelaufen und das war aus Reflex, habe ich den Kopfnuss verpasst.
dumme Aktion, richtig dumm, neben dem Linienrichter, neben dem Schiedsrichter, direkt rot dafür gekriegt, auch rausgegangen, entschuldigt, auch bei dem Spieler. Schafft ihr noch den Oberliga-Aufstieg? Könnt ihr das packen? Wir haben jetzt so viele Punkte gesammelt, so viele Siege, so viele schwere Siege geholt. Das wäre nur für uns selbst, wenn wir jetzt noch ein paar Siege holen und den Aufstieg schaffen. So eine kleine Belohnung für uns. Ich denke, wir werden alles auf jeden Fall dafür geben. Der SC Kosovo sind auch dran, an den zweiten. Mein Ziel ist auf jeden Fall, Meister zu werden. So, und wenn das jetzt klappt, dann gut. Mit dem kann man ja immer noch schauen. Aber dafür müsstet ihr Poppenbüttel aber schlagen. Ja, in jetzt, keine Ahnung, eineinhalb Wochen ist es schon soweit. Da geht's richtig zur Sache. Was glaubst du, wie stehen eure Chancen gegen die Jungs? Wir sind alle richtig heiß, richtig heiß. Es wird schon seit Wochen über das Spiel geredet, aber bevor das Spiel überhaupt zum Highlight wird, müssen wir unsere Punkte holen. Sami, damit sind wir auch schon langsam am Ende. Ich danke, dass du da warst. Du kriegst natürlich als unser Gast auch noch ein kleines Geschenk. Ich habe gehört, du bist die heftigste Leseratte, die es gibt. Deswegen gibt es schön Buch von Thomas Bendler. Wenn schon, dann richtig. Kannst mal Tipps abholen und vielleicht hilft es dir weiter, ein bisschen gechillter zu werden. Danke, Tami, dass du da warst. Danke. Dieses Video wurde Ihnen präsentiert von Glasmeier. Alles Gute für Sie.